Hallo Freunde, willkommen zur nächsten Ausgabe von Barbecue Bären. Da Beilagen immer stiefmütterlich behandelt werden, machen wir heute einfach nur mal eine leckere Beilage. Und zwar machen wir Smoked Beer Beans. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert und was wir alles brauchen, dann bleibt dran. Für unsere Smoked Beer Beans brauchen wir folgende Zutaten. Da habe ich hier einmal 500 Gramm weiße Bohnen, 300 Gramm Speck, 500 Gramm Kidneybohnen, dann sind das hier drei milde Peperoni einfach nur in Ringe geschnitten, dann habe ich hier zwei Zwiebeln auch einfach nur fein gewürfelt, dann sind das drei Esslöffel Senf, eine Flasche Bier, also einen halben Liter ist das hier, den brauchen wir auch komplett, was er dafür Bier nehmt ist ganz egal, dann habe ich hier braunen Zucker, das sind vier Esslöffel, dann sind das drei Teelöffel Cayennepfeffer, das ist ein Esslöffel Salz. Und dann habe ich hier noch 4 Esslöffel Wustersoße. Und hier hinten habe ich noch Wutschern stehen. In dem Fall nehme ich diesmal Cherry Woodchips. Oder Woodchips, Entschuldigung. Und eine Schwedenwanne brauchen wir auch und Alufolie auch. Wir fangen jetzt damit an und geben unsere Bohnen erstmal in die Schwedenschale. Jetzt kommen die Zwiebeln, die Peperoni und der Speck. Jetzt kommen die restlichen Gewürze und der Senf. Und jetzt zum Schluss geben wir noch den halben Liter Bier dazu. Und das wird jetzt nur noch gut miteinander vermengt. Unsere Zutaten haben wir hier jetzt alle schön miteinander vermengt in der Schale. Und jetzt als letzter Schritt nehmen wir unsere Alufolie und decken die Schale komplett damit ab. So, die Bohnen haben wir jetzt soweit vorbereitet. Die Schale ist jetzt verschlossen und die geht jetzt so, wie sie jetzt hier steht, für 2 Stunden bei ca. 130 Grad erstmal so auf dem Grill. So sehen unsere Bohnen jetzt nach 2 Stunden aus. Jetzt haben wir die Alufolie abgemacht. Und jetzt nehmen wir unsere Holzchips. In dem Fall, wie gesagt, Kirsche. Machen die hier auf unsere Glut. Und werden das Ganze nochmal so eine Stunde bei so 130 bis 150 Grad im Rauch stehen lassen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir unsere Bohnen probieren. Unsere Smoked Beer Beans sind fertig. Und jetzt probieren wir sie. Jetzt sind wir wieder am schlimmsten Moment angekommen. Jetzt müssen wir noch probieren. Also wer Bohnen mag, generell Bohnen mag, der wird das lieben. Also der Biergeschmack, der kommt Bombe durch, mit diesen Gewürzen und alles. Der Speck, der Rauch allerdings nur ganz leicht. Ich denke mal, das werde ich nächstes Mal genau andersrum machen. Nicht erst dämpfen und dann rauchen, sondern erst eine Stunde im Rauch und dann 2 Stunden hinterher dämpfen. Aber selbst das schmeckt genial. Das kann man als Beilage nehmen, man kann es aber auch so einfach nur machen und essen, wenn man kein Fleisch braucht. Bei uns heute zum Beispiel gibt es einen gefüllten Schweinerücken dazu. Aber das Video, das seht ihr nächste Woche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über einen freundlichen Kommentar, über einen Daumen nach oben und vielleicht sogar über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, der Barbecue-Bär. Bis dann, macht's gut, ciao.